Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch Tetala rumgestreift. Waren in Sybark, waren in Ozette, waren in Flanoir und haben dies und das erledigt. Und so weiter und so fort, ihr wisst schon. So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen in den letzten paar Städten um. Die da wären hier, Altamira, was noch, Heimdall und Exile. Also ja, irgendwann da. Irgendwo wird schon was irgendwann noch passieren. Ne? Irgendwann wird schon passieren, irgendwo, irgendwann, irgendwas. Fluchtgeschwindigkeit, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ich brauche unbedingt Geld, ich muss unbedingt, bis ich nächstes Mal den wahrscheinlich 150. Part, wahrscheinlich auch letzten Part, vor den optionalen super geilen Sachen erledige, noch ein bisschen farmen. Ich werde noch ein bisschen Geld farmen, bevor ich hier eigentlich in die optionalen Dinger gehe, von denen ich irgendwie hoffe, dass die auch geben wird. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn mir irgendwie darauf hingewiesen wird, dass es so ist. Ich nehme es noch einfach sehr sehr stark an. Meine Intuition, die trügt mich nicht bei sowas. Ja, ne, war da irgendwie so ein Haus mit ganz viele Katzen. Ein Zimmer mit ganz viele Katzen. Achso, da muss ich wieder runter. Ich habe aber kein Geld. Schon wieder ein Problem, Mann. Was ist mit meinem ganzen Geld passiert? Luin. Das wäre gerade aufgefallen, nachdem ich den Satz beendet habe. Ach ja, Luin. Das ist mein Geld. Da ist mein Geld. Oh, da steht jemand. Du bist Presea. Mr. Wells? Ihr habt Presea hergebracht? Was? Wolltest du nicht, dass wir sie aus der Zeit wegbringen? Aber das ist... Das ist was? Noch nichts. Übrigens, kannst du verstehen, was ich sage? Ja, Leute und die anderen haben mich gerettet. Also hast du bemerkt, wie viel Zeit vergangen ist? Ja, ich habe meinen erwachsenen Körper und meine Kindheit verloren. Es tut mir leid, dass ich dich aus dem Dorf gejagt habe. Es macht nichts. Was sie gesagt haben, stimmt ja. Bisher hat keine Verwandten mehr. Keiner von ihnen weilt mehr unter uns. Bitte nehmt euch ihren an. Aber natürlich. Bisher ist unsere Freundin. Stehe. Bis später. Das ist toll, Pisser. Jetzt versteht er dich wenigstens ein bisschen. Ja, Wells. Er war früher so klein. Hast du etwas gesagt? Ach, nichts. Pisser hat den Titel Reifes Kind. Sehr gut. Mom, mom. Dingens. Ja. Ihre reife Ausstrahlung ist das Spiegelbild einer verborgenen, grausamen Vergangenheit. Jägerin, KP, TP, ja. Tsunami. Ein bisschen wenig, ja. Ich weiß, aber sie soll Stärke bekommen. Sie hat eine riesige Axt. Guck die Axt an, die ist riesig. So, dann. Nein. Veserano-Gesellschaft. Gehen wir mal da ein. Für eine Sache hat sich ja wesentlich schon mal gelohnt, hier hinzukommen. Ich bete für eine sichere Reise. Ja, du mich auch. Vielleicht nochmal den Grab hier im Besuch abstatten. Da passiert ja immer irgendwie was, habe ich so ein Gefühl. Jo. Na? Was ist denn der Präsident? Ja. Ein Präsident. Bitch, please. Ja klar, ich erlaube nicht. Ich bin der Präsident. Hier gibt es aber auch nichts zu tun. Aua. Das ist der 148. Part sein, ne? So. Nein, hier gibt es nichts zu tun.
Verdammt. Ich war mir so sicher. Vielleicht noch mal zum Freizeitpark und zum Casino. War kein Geld, um mein Zimmer von zu finanzieren, ey. Wie sind das passiert? Gehen wir noch mal zum Vergnügungspark, da wird es ja auch irgendwie was geben. Hallo? Dass wir hier mal so Riesenrad fahren und so. Wird's ja irgendwie was geben, oder? Und tut meine Hand so weh. Ah. Ja, das ist ein Vergnügungspark. Ja, mit euch beiden habe ich schon oft genug gesprochen. Hat sich irgendwas geändert? Oh Mann, was jetzt? Ich glaube, hier hat sich nichts verändert. Na gut. Dann gehen wir mal hier wieder. Ich spreche einfach hier mit den Leuten, die sich nicht bewegen. Bei denen habe ich irgendwie so mehr geführt, die irgendwie was auslösen. Statt so Leute, die irgendwie so programmiertes Bewegungsmuster haben. So, jetzt muss ich irgendwie noch ein paar Cent aufkratzen, damit ich mich im Casino hier umschauen kann. Vielleicht gibt es ja da in diesen Theaterdingen irgendwie was zu tun. Da war ja irgendwie so ein Ding, so ein Gebiet. Verdammt! Hier war das, ne? Ich irgendwas verkaufen, ich brauche Geld. Ich brauche dickes, fettes Geld. Und das ist natürlich die falsche Etage. Es konnte ja nicht anders sein. Bams. So. Irgendwas. Was haben wir denn oft? Ja. So, jetzt habe ich Geld. Sehr gut. Vielleicht kann ich ja irgendwie so ein Theaterstück oder irgendwie so aufführen, was weiß ich. Warte, was hat die jetzt gesagt? Okay, sehr gut. Ich wollte schon sagen. Sehr gut, dann. Vielleicht gibt es ja nachts hier irgendwas zu erledigen. Vielleicht ist ja irgendwie jetzt der Geist von irgendjemandem hier am Latschen. Anscheinend nicht. So, hier kann man nicht hin. Nachts schwimmen verboten. Warum? Was kann hier schon Schlimmes passieren? Oh, hier. Okay. Ja, ich dachte, er hat irgendwas Wichtiges zu sagen. Wenn ich vielleicht mal ein Theaterstück oder irgendwie so aufführen, weiß ich nicht. Geld habe ich nämlich nicht für Jetons und was weiß ich. Na. Da ist da jemand im Zocken drin oder was? Mit dem war da auch nur irgendwas. Irgendwie kann ich mit dem nichts mehr machen, oder? Was ist mit dir? Das ist ein Freilufttheater, okay. Na. Na, nix. Verdammt. Ich habe keine Jetons. Das ist natürlich richtig doof. Was gibt's denn hier eigentlich alles zu holen? Okay, das Granulat und so. Vergiss mal nicht. Teufelsspielzeug. Vergiss mal nicht. Irgendwas mit 150.000. Das ist bestimmt irgendwie was viel zu extrem ist. Na gut.
Ja, ich hab's nichts zu tun. Was so ein Teufel soll das? Ich dachte irgendwie ein Theaterstück und irgendwas machen. Dann gehe ich eben pennen. Hab ich irgendwie 3 Parts wieder aufgenommen, dann bin ich wieder zufrieden. Find ich. Ich würde gerne noch ein Part aufnehmen. Ich glaube, das wird auch so kommen, ne? Na gut, dann. Hier nur für Erwachsene. Hallo, Colette, bestimmt irgendwie so minderjährig noch. Aber wo ist dieses Katzenzimmer? Okay. Was ist deine Geschichte? Nein. Okay. Ich zieh die Katzen an. Kann ich jetzt auch in die 4. Etage gehen? Ich weiß es gar nicht. Was ist das, unser Zimmer hier? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist unser Zimmer, glaube ich. Ja, für 400 Galt ist das schon richtig gar Luxus hier. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Die Kamera, die macht mich gerade fertig. Boah, Hilfe! Nee, die Kamera, die gefällt mir nicht. Ich muss hier raus. Uch. So, dann. Weiß ich nicht, wo waren wir denn jetzt noch nicht? In Heimdall und in Exile, ne? Die einzigen Orte, die jetzt noch fehlen. Müssen wir in dem Part hier einiges noch geschafft haben. Boah, ich muss mir unbedingt angewöhnen, wieder am Wochenende hier genügend aufzunehmen. Weil in der Woche geht gar nicht. So, Gefühl. So, Heimdall. Da. Die Stadt ehemals bekannt als die, die ich aus Tales of Phantasia kenne. Ja. Kann er abkürzen hier, ne? Warte mal, nicht hier. Das Eingang hier. Ich möchte abkürzen, wenn es geht, danke. So, ist hier alles wieder in Ordnung. Oh, hallo. Erst angesprochen direkt. Protozeon sind vor langer Zeit ausgestorben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Protozeon existieren wirklich. Du glaubst mir doch, oder? Was ist ein Proto-Dings da? Das erste Tier, das auf der Welt geboren wurde. Weißt du, was das ist? Nein, ich habe noch nie davon gehört. Protozeon sind urzeitliche Lebensformen. Sie entwickeln sich ihr ganzes Leben lang weiter. Sie entwickeln? Protozeon kommen aus einzelligen Lebensformen zur Welt. In ihrer ersten Evolutionsphase entwickeln sie sich zu einer Form, die als Aquaru bekannt ist. Aquaru? Eine Lebensform, die einen Fisch ähnelt. Danach entwickelt sie sich in ein vogelförmiges Wesen, auch Aeros genannt. Danach in eine Lebensform, die sich auf den Land fortbewegt, genannt Terranis. Dann ist eine Fenrelra und schließlich in einen Menschen, der das Böse jagt. Eine einzelne Spezies kann ihre Form so häufig ändern? Ja, es ist in Wirklichkeit eine Lebensform, die ihr ganzes Leben lang damit dazu bringt, sich zu entwickeln. Wegen ihrer Fähigkeiten wurde sie jedoch in den Schlachten des alten Krieges eingesetzt und starb aus. Das letzte Protozoon wurde von 4000 Jahren gesehen. Aber ich habe es gesehen, es war ein Protozoon im Terranis-Form. Bist du sicher, dass es nicht etwas anderes war? Viele Lebensformen bewegen sich auf dem Land fort. Terranis. Was? Das legendäre Terranis? Was? Ich wusste es. Ich habe es in einem Buch gesehen. Terranis haben große Ohren und laufen so schnell wie der Wind.
Was redest du denn da? Neusch ist dein Hund. Neusch, ist das der Name dieses Tyrannis? Ich sage dir doch, er ist ein Hund. Es ist ein Tyrannis. Ein Tyrannis, das sich aus einem Einzelner entwickelt hat? Ja, wie kann man es nur für etwas anderes halten? Was? Neusch ist gar kein Hund. Ich habe mich schon immer gewundert. Er sieht ziemlich seltsam für einen Hund aus. Aber er hat seinen Schwanz und heult, und das heißt, er ist ein Wolf oder ein Hund, oder? Er wirkt nicht wie ein Wolf, also dachte ich, er wäre ein Hund. Protozoen sind eine stolze altertümliche Spezies. Die zweitälteste nach den Elfen. Wirklich? Einverstanden, aber Neusch ist Neusch. Ist mir also egal, ob er ein Profi ist oder nicht. Es ist ein Protozoon. Okay, haben wir mal erklärt, was Neusch ist. Sehr gut. Hey. Was, wenn ich hier noch nicht alles gekauft habe? Die Katzen werden immer überleben, habe ich so ein Gefühl. Wenn die sterben, die werden aber auch nie leben. Die werden einfach nur da sein. Sehr merkwürdig. Alles klar. Whoops. Du. Ihr seid bedankt. Ihr seid irgendwelche Danke. So. Okay, wer bist du? Warum stehst du hier so völlig? Okay, finde ich gut, dass das nicht beschädigt wurde. War verdammt Dreck. Ich wollte gerade fragen, das ist unbeschädigt. Geil, dann lass mich da rein. Aber dann sagt er, Lagerraum. So ein Dreck. Hey. Was macht denn ein Halbelf hier? Egal, du hast vergessen, dass wir von diesen Leuten gerettet wurden? Pah, würden sich die Elfen erheben, könnten wir alles... Ich habe nicht einen Finger gerührt, also halt die Klappe. Das ist... Es ist so, wie der Junge sagt. Wir haben uns entschieden, neutral zu bleiben. Er wird selbst diese Entscheidung getroffen haben, dienen deine Worte nur Beleidigung dieser Leute und uns Elfen. Aber ich weiß, ich werde gegen einen Halbelf nicht verlieren. Denn ihr wart mein Lehrer, Meister Crowley. Lasst mich gegen ihn kämpfen. Dafür haben wir keine Zeit. Ist das Mana erschöpft, kann Magie nicht angewendet werden. Bald wird die Welt all ihre Kraft verlieren und zerstört werden. Wenn der Frieden hergestellt ist, trete ich gerne gegen dich an. Natürlich steht es außer Frage, dass ich gewinnen werde. Dann beeil dich, rette dieses Land und fordere mich heraus. Ich werde auf dich warten, also stirb nicht. Ich entschuldige mich für das unhöfliche Benehmen meines Lehrlings. Ja, aber ich glaube, eigentlich hatte er Gens unterstützt. So wie auch seine Art einen Halbelf unterstützen würde. Ja, das denke ich auch. Ich verspreche, dass ich lebend zurückkomme. Ein Magie-Duell mit ihm ausfechte. Dazu musstest du aber gegen diesen mächtigen Engel kämpfen, nicht wahr? Du hast mein Leben gerettet, also als Dank gebe ich dir mein geheimes Wissen an dich weiter. Was? Aber ich bin doch ein Halbelf. Darüber können wir uns jetzt nicht streiten. Ich habe auch Ricardo dieses Wissen gegeben. Nutze dieses Wissen, wenn du ihm gegenüberstehst. Genes, los, lern es. Ja, hey, ja, okay. Gerne. Ja. Genes erlernt Meteor Storm. Jawohl, was? Genes erhält den Titel Malermeister. Sehr schön. Ich werde diesen Zauber verwenden und die Welt retten. Pass auf dich auf. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, bringe ich dem Sieger mein geheimes Wissen bei. Ja, ich werde mein Bestes geben. Geil. Meteor Storm. Sehr schön. Das ist auch ein verdammt starker Zauber, das weiß ich noch. Boah. Doch ein Meteorien-Schauer. Ich glaube, das ist der stärkste Zauber, den er im Moment hat. Wow. Sowas auf dich viele würde es nicht nur wehtun. Ach. Vielleicht eine kleine Beule, aber sowas. Okay, nein, dann hat sich schon gelohnt. Warte mal, Mana Meister. Wo ist er? Hier. Ein Meister des Mars und des Lebens, so nannten sich der Junge mit dem göttlichen Kraft. TP Intelligenz, ja, ich glaube, das ist schon besser. Hexa gibt KP, ja. Nehmen wir lieber das.
erstmal auf der linken Seite gucken, was es da zu tun gibt. Und mal sehen. Ups. Hui. Ein wichtiges Buch wurde aus dem Ort gestohlen. Was sollen wir machen? Wir haben es noch nicht verbrannt. Warum verbrennt ihr Bücher? Es sind verfluchte Bücher, die die Geschichte des Krieges der Unterwelt erzählen. Was? In dem Buch sind Dämonen versiegelt, die nach dem Thron der Unterwelt streben. Das klingt nach einem ziemlich gefährlichen Buch. Außerdem haben wir den gesegneten Stein verloren, mit dem man das Buch verbrennen kann. Wir haben die Chance verpasst, das Buch zu verbrennen. Wir haben einen gesegneten Stein in Deris Kalan gefunden. Wirklich? Also wenn du dieses verfluchte Buch findest, dann verbrenn es bitte. Wenn das Buch weiter existiert, können die Dämonen entkommen und die Welt wird mit Nephilim der Unterwelt vereint. Der gesegnete Stein, er verwandelt das Mann in deinem Körper zu einer heiligen Flamme. Verwende diese Flamme, um die Kreaturen der Unterwelt zu beseitigen. Wenn wir also das Buch der Unterwelt finden, sollen wir es verbrennen, richtig? Das gefällt mir irgendwie nicht, aber was soll's, wir machen es. Okay, sehr schön. Ich weiß, glaube ich, was ich im nächsten Part machen werde. Ja. Sehr gut, dann wissen wir, was wir mit dem Buch in Sybak machen können. Das ist schon mal sehr gut. Hey, da kann ich doch auch noch irgendwie, oder? Ja, den sein Haus ist okay, das wollte ich schon sagen. Den sein Haus ist irgendwie in Ordnung, irgendwie nicht. Okay, wir müssen das Buch verbrennen. War der gesegnete Stein das, was wir ganz am Ende bekommen haben im Mythos Schloss? Ich glaube ja, ne? Bin mir ziemlich sicher, ja. Oh, dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Part, nachdem wir ein Exile gewesen sind, noch mal gucken, was es mit diesem Buch auf sich hat. Und ja, abkürzen bitte. Ich begebe mich schon mal auf den Weg nach Exile, obwohl das irgendwie nicht so geht, glaube ich. Dann müssen wir ja noch zu den heißen Quellen. Stimmt auch noch wieder. Und ja, dann würde ich sagen, dieser Part war schon wieder lang genug. Und da hinten ist Exile, ne? Deswegen würde ich sagen, ich speichere hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bleibe mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.